Hallo zusammen, ich bin Talisa und neben mir sitzt Dr. Felix Bertram, Schweizer Dermatologe und Gründer des Hautpflegelabels Vilief. Wir werden heute ein bisschen über Hautpflege sprechen und natürlich über Vilief und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss des Videos dran, da könnt ihr was ganz Tolles gewinnen. Felix, seit wann bist du Dermatologe und warum liegt dir die Haut so am Herzen? Also nach einem Medizinstudium und einer 6-jährigen Facharztausbildung habe ich vor 10 Jahren meine eigene Klinik in der Schweiz gegründet, SkinMed. Die Klinik ist sehr stark gewachsen und zählt heute zu den größten ihrer Art in der Schweiz. Es sind 9 Ärzte beschäftigt, davon sind 7 Dermatologen und 2 plastische Chirurgen. Jeder Arzt hat nochmal so ein eigenes Spezialgebiet. Ich selber bin in 2 Gebieten spezialisiert. Einerseits beschäftige ich mich mit der Dermatokosmetik, also wie funktionieren Hautcremes, wie funktionieren Seren, welche Wirkstoffe sind die richtigen, welche Zusatzstoffe sind vielleicht schädlich. Und das zweite Spezialgebiet ist die Dermatochirurgie und plastisch-rekonstruktive Chirurgie. Ich befasse mich also mit der Entfernung von Hautkrebstumoren im Gesicht, mit dem richtigen Wundverschluss, Hauttransplantation, Verbrennungschirurgie, Narbenchirurgie und natürlich mit der Schönheitschirurgie und Schönheitsbehandlungen. Also dieses Gebiet decke ich auch noch ab. Und weshalb ich die Haut so mag und das Arbeiten mit der Haut, liegt daran, dass die Haut nicht nur unser größtes Organ ist und ein sehr komplexes und spezielles Organ, sondern die Haut ist auch das sichtbarste Organ. Es ist sozusagen unsere Visitenkarte. An der Haut lässt sich unser Seelenzustand ablesen, Gesundheit. Die Haut zeigt unser Alter. Gesunde und schöne Haut wird mit Erfolg und Attraktivität in Verbindung gebracht. Kranke Haut ist sehr, sehr belastend für den Menschen. Und meine Arbeit ist nicht nur wissenschaftlich und akademisch, sondern ich kann auch an der Haut kreativ und handwerklich arbeiten. Und ich sehe meine Ergebnisse praktisch unmittelbar. Mit Vilief hast du deine eigene Pflegelinie entwickelt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? In der Kartei unserer Klinik befinden sich die Namen von 45.000 Patienten. Wir sehen jeden Tag 200 Menschen in unserer Praxis. Und wir 9 Ärzte tauschen uns auch täglich aus über Themen der Haut und Themen der Schönheit. Und wenn man sich das dann mal genauer betrachtet, dann mussten wir feststellen, dass die Art und Weise, wie die Kosmetikindustrie denkt, sich sehr von dem unterscheidet, was wir tun. Die Kosmetikindustrie versucht, überspitzt gesagt, mit All-in-One-Lösungen zu arbeiten. Das heißt, die entwickeln Cremes, die alle Probleme auf einmal lösen sollen. Das sind dann entweder 10 verschiedene Wirkstoffe drin. Wenn man sich aber so einen Tiegel anschaut, dann ist dieser Bereich, wo man Wirkstoffe hat, ohnehin nur so etwa 10%. Wenn wir diese 10% nochmal in 10 verschiedene Kompartimente unterteilen mit einzelnen Wirkstoffen, ist jeder Wirkstoff minimal vorhanden. Oder sie entwickeln einen Wirkstoff, ein Meersalz oder irgendeine Pflanze, die dann alle Probleme lösen soll. Das funktioniert aber nicht. Das ist wie mit einer Schrotflinte schießen und Papierkügelchen verwenden. Irgendwie nicht gezielt und wenig Munition oder nicht wirksame Munition. Wenn man das so machen möchte, wie wir Dermatologen arbeiten, dann ist das so, dass wir die Haut analysieren, die Problemfelder benennen und diese ganz gezielt behandeln. Und so arbeitet auch meine Marke Vilief. Wir haben Wirkseren. Seren eignen sich ohnehin besser, um Wirkstoffe in die Haut zu transportieren. Und wir haben sehr, sehr hohe Wirkstoffkonzentrationen. Und wir verwenden maximal 1, höchstens 3 Wirkstoffe und erreichen somit deutlich mehr, als wenn wir so ein All-in-One-Produkt entwickeln würden. Wie würdest du das Konzept von Vilief in einem Satz beschreiben? Altern bedeutet nicht nur Falten. Altern ist ein vieldimensionaler, mehrschichtiger Prozess, in dem verschiedene Entwicklungen zu verschiedenen Zeiten stattfinden. Altern bedeutet auch Altersflecken, große Poren, Elastizitätsverlust der Haut, dünner werdende Haut, Kuperose. Ganz viele verschiedene Veränderungen treten ein und diese aber zu unterschiedlichen Zeiten. Und wenn wir Patienten in unserer Klinik analysieren und die Haut anschauen, sehen wir in der Regel, dass die meisten Patienten 1 bis maximal 3 dieser Probleme haben. Und das Konzept von Vilief ist so aufgebaut, dass jedes Serum nur eins dieser altersspezifischen Hautprobleme löst und adressiert mit einer hohen Wirkstoffkonzentration. Und so können wir gezielt und individuell die Probleme der Kundinnen und Menschen lösen. Was ist das Besondere an den Produkten von Vilief? Also inwiefern unterscheiden sich die Produkte von anderen? Also das Herzstück von Vilief sind diese 8 Wirkseren, wo jedes Serum ein Hauptproblem in einer hohen Wirkstoffkonzentration löst. Darüber hinaus liegen für alle Vilief-Produkte Wirknachweise vor, wissenschaftliche Wirknachweise nach 28 Tagen Anwendung. Damit meine ich aber nicht Wissenschaft im Sinne, dass ich 30 Frauen nach einem Monat gefragt habe, wie sie die Creme so finden oder wie das andere Unternehmen machen, dass sie irgendwie im Labor so an künstlichen Membranen irgendwelche Untersuchungen machen, sondern wir haben ein
unabhängiges Institut beauftragt, die Produkte an echten Menschen zu testen mit echten Hautanalysen, mit echten Resultaten. Vilif ist zudem frei von Parabenen, Mineralölen und Farbstoffen, 100% vegan und glutenfrei und es ist in der Schweiz entwickelt und produziert. Was mir privat so noch am Herzen liegt, ist das Thema Tierschutz. Ich habe selber 12 Hunde und bin sehr aktiv im Tierschutz. Und es ist so, dass heute in der EU dürfen keine Tierversuche mehr gemacht werden mit Kosmetika. Das ist klar. Das ist ohnehin für uns eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus lege ich aber auch Wert darauf, dass wir in keine Länder importieren, die oder exportieren, die Tierversuche zur Voraussetzung machen. China ist noch ein Land, wo Kosmetikprodukte zwangsweise mit Tierversuchen eingeführt werden müssen und das machen wir nicht. Für welchen Kunden sind denn die Produkte von Vilif gedacht? Vilif hat bewusst auf Altersempfehlungen verzichtet, auch auf Geschlechtsempfehlungen. Es ist also für Männer und Frauen geeignet. Und es ist so, dass die 3-4 Serien, die speziell für Hautprobleme entwickelt wurden, also für große Poren, Hautrötungen, sensible, hyperallergene Haut, die eignen sich auch für Menschen im Teenageralter, die bereits diese Probleme haben. Die klassischen Anti-Aging-Produkte setzen wir dann so ab dem Alter von 30, 35 ein in der Regel. Gibt aber auch Menschen, die mit Ende 20 schon erste Falten haben. Also auch da keine fixe Altersempfehlung. Im Übrigen sind die Produkte auch sehr bei Männern beliebt. Insbesondere unsere Post-Laser-Cream ist ein richtiger Renner als Aftershave. Ja, wollen wir uns mal die Produkte genauer anschauen? Sehr gerne. Ich habe hier 4 Produkte mitgebracht. Das ist unser Bestseller. Vilif E, unser Augenserum. Das ist deshalb spannend, weil es 2 Wirkstoffe in einer hohen Konzentration enthält. Einerseits Liftonin Express. Das führt zu einem sofortigen Straffungseffekt. Das heißt, wenn ich abends auf einer Party war und morgens dann mit geschwollenen Augen aufstehe, kann ich das sofort auftragen. Das ist sehr, sehr beliebt aufgrund dieses Wirkstoffs. Darüber hinaus aber ist die Augenpartie eine spezielle Region, die deshalb speziell ist, weil die Haut 4-mal dünner ist als im sonstigen Gesicht. Die Haut um die Augenpartie ist 0,5 mm dick. Wir blinzeln 10.000 Mal am Tag. Das heißt, die Augenpartie ist relativ starken Belastungen und einer starken Mimik ausgesetzt und braucht deshalb eine spezielle Pflege. Und deshalb haben wir einen weiteren Wirkstoff enthalten, Eiseryl, ein Tetrapeptid, das die Konturen strafft, das Mikrorelief stärkt, auch die Schattierungen verbessert und ist ein wunderschönes Produkt, fühlt sich sehr, sehr schön an. Ja, du hast es ja selber probiert. Ja. Es ist frei von Duftstoffen, auch frei von EDTA und BHT. Das sind Konservierungsmittel, die eher kritisch besprochen werden. Sehr beliebtes, leichtes, essenzartiges Produkt. Ja, fühlt sich auch sehr gut auf der Haut an. Schön. Und das Packaging ist ja auch so sehr clean und schön. Wie war da die Inspiration? Beim Packaging war mir Folgendes wichtig. Ich habe dort meine eigene Lebensphilosophie eingebracht. Ich bin ja einerseits Arzt und Wissenschaftler und glaube auch an die Schulmedizin, bin aber auch offen für andere Dinge. Bin offen für Dinge, die zwischen Himmel und Erde geschehen und die vielleicht anders funktionieren, als wir denken. Und ich denke, dass wir auch sehr, sehr starke Selbstheilungskräfte in uns haben. Das wird heute oft vergessen. Und um die zu entfalten, brauchen wir einen balancierten Lebensstil. Das heißt, neben der Arbeit, die ich liebe und die ich auch mit aller Motivation betreibe, liebe ich auch den Genuss. Ich liebe meine Hobbys, ich liebe meine Hunde, ich liebe gutes Essen und liebe Wein. Und das will ich hier transportieren. Dieses Clean stellt diesen medizinisch-wissenschaftlich hohen Anspruch dar und die bunten Buchstaben, die Lebensfreude. Ein Produkt darf sich auch gut anfühlen. Medizin muss nicht immer todernst sein und traurig, sondern es darf auch mit Freude und Leben gefüllt sein. Und das soll sich hier widerspiegeln im Packaging. Zudem ist mir wichtig, dass die Produkte gut verstanden werden. Die bunten Buchstaben sollen eigentlich eine Assoziation zu der behandelnden Region oder zu den behandelnden Problemen schaffen. So kann ich gerade zum nächsten Produkt übergehen, zum Beispiel das Pore Refining Serum. Dieses P soll das Thema Poren ansprechen. Ja. Das ist ganz schön, es verkleinert Poren. Wissenschaftliche Tests haben ergeben, dass 40% der Mitesser reduziert werden, vor allem der Schwarzen, also es ist ein deutlich sichtbares Ergebnis. Und bei Make-up-Artists in der Schweiz ist das sehr beliebt als Primer vor einem Make-up. Also man gibt so einen schönen mattierenden Effekt. Sehr beliebtes Produkt, auch bei den Profis. Das möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Also verkleinerte Poren will man ja immer haben. Genau. Ich gehe dann mal weiter zu einem Spezialprodukt, das wir in der Klinik entwickelt haben. Wir hatten kein Produkt, das wir nach Lasertherapien einsetzen konnten. Wir machen hier viele Lasertherapien, Peelings. Bei diesen Behandlungen wird die Haut ja immer irritiert und irgendwie aufgerieben und verletzt. Und da brauchten wir ein Produkt, das einerseits die Regenerationsfähigkeit der Haut befördert und andererseits auch
den Fettschutzmantel der Haut möglichst originalgetreu imitiert. Und dieses Produkt enthält Ceramide, Phospholipide, ein spezielles LCC, das ist eine laminierte, konzentrierte Creme, die genau diese Hautschicht und die Fettschicht nachimitiert. Und CM-Glucan. CM-Glucan ist bekannt als, ist aus der Bäckerhefe geworden, ist bekannt als sehr schützender Wirkstoff für die hauteigenen Heilungsvorgänge. Ist übrigens eben sehr beliebt auch als Aftershave bei Männern. Wir setzen das nach jedem Laser-Treatment, nach jedem Peeling ein. Und in der Hausapotheke ist es sehr gut aufgehoben für Allergien, für sensible Haut, für Mückenstiche, für Sonnenbrände. Wunderbares Allround-Produkt. Ist ein bisschen cremiger in der Konsistenz, also kein klassisches Serum, aber sehr, sehr schön. Auch ohne Duftstoffe, darf man auf offene Wunden tragen, ist also ein sehr hochwertiges Produkt in der Entwicklung, speziell abgestimmt für diese Einsätze. Fühlt sich sehr angenehm auf jeden Fall an. Also schön cremig, aber ich glaube, es zieht auch sehr gut ein, was ja immer praktisch ist. Schön. Das letzte Produkt, unser Redness Relief Serum. Das ist dazu da, die klassische Couperose zu behandeln, also diese Rötungen an der Wange. Wie entstehen diese Rötungen? Sonne, Rauchen, Umweltschmutz, externe Faktoren führen dazu, dass entsprechende Entzündungsmediatoren in der Haut gebildet werden. Das sind solche Informationsproteine, die dann auf die Blutgefäße kommen und dort bei den Blutgefäßen signalisieren, sie müssen Abwehrstoffe, Nährstoffe und so weiter in die Haut transportieren. Und wie das so ist, wenn Sie viel transportieren müssen, stellen Sie sich weit und die Gefäße erweitern sich. Dieses Produkt enthält einen Extrakt aus Magnolie und Grapefruitschale und reduziert diese Entzündungstransmitter. Und dadurch beruhigen sich auch die Blutgefäße und reduzieren sich sehr stark. Hier haben wir sehr, sehr schöne Ergebnisse nach 28 Tagen, sind etwa 60% der sichtbaren Blutgefäße reduziert. Und was sind denn so die meisten Hautprobleme, die Menschen haben? Also es gibt ja bestimmt noch viele andere. Es gibt super viel Spannendes zur Haut zu berichten. Das werde ich auch noch mal in einem anderen Video dann tun. Es gibt zum Beispiel noch Altersflecken oder Pigmentverschiebungen in der Haut, die Menschen stören und belasten. Es gibt Falten. Wir haben noch ein tolles Faltenserum. Mhm. Es gibt oft Vitaminmangel. Ich habe ein Produkt aus Stammzellen entwickelt, das wie so ein Vitaminbooster, wie so ein frischer Kick für die Haut wirkt. Zu jedem habe ich eine ganz gute Geschichte. Sehr schön, vielen Dank, das war sehr informativ und vielleicht habt ihr auch Lust, die Relief-Produkte auszuprobieren, dann könnt ihr sie jetzt gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist, in die Kommentare zu schreiben, was euer größtes Hautproblem ist und dann verlosen wir ganze 3 Produkte für alle, die teilnehmen. Alle Infos findet ihr auch nochmal in der Infobox, wie immer, also schön reingucken. Und ja, ich danke dir für das schöne Interview und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.